Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World Alive. Ja, es geht weiter mit Alive. Hat aktuell wieder was zu bieten, freut mich ja auch. Und klar, ich weiß, mehr unter euch mögen The Game. Trotzdem finde ich halt Alive auch irgendwo spät wieder spaßig eben und möchte es ja auch selber wieder ein bisschen spielen. Es macht einfach Spaß, Saurier zu sammeln und dadurch, sage ich jetzt mal, bessere Teams sich aufzubauen und ein taktisches Spiel zu haben. Klar, die krassesten Viecher werde ich eh nie haben, aber man kann ja mal gucken, was man. Man kann ja mal das Beste machen, aus dem machen quasi, was man gerade besitzt. Gut, Spiel und Nix haben wir letztes Mal eingesetzt. Ich habe jetzt paar Mal schon tatsächlich gezockt online. Hat für mich super funktioniert. Ich habe die Adentes Maxima zerstören können oder sogar noch einen Trichosaurus Bleed Damage hinterher drücken können. Also er hat für mich sehr viel Value gehabt. Trotzdem hätte ich gerne mehr Leben. 2900 ist ein bisschen mager. Die Booster, ja, wahrscheinlich werde ich ihn auf Leben boosten. Aber da fehlt halt ein bisschen was an Boostern. Denn der Adentes, ja, ein gut gelevelter, macht dann schon mal mit doppelten Schaden locker 2800. Und wenn er einen Crit kriegt, macht er fast 3500, ne? Weil 2800, davon ein Viertel ist ja 700. Macht er zu 3500, genau. Also es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich über 3500 Leben hätte, aber ja, das werde ich eh erstmal nicht schaffen. Trotzdem an sich, ihn zu leveln, lohnt sich auf alle Fälle für mich. Genau. Also er ist gut dabei, aber heute, ja, doch, doch. Wir machen es jetzt erstmal so, doch, so ist besser. Wir leveln erst einmal ihn. Ich habe nämlich wieder Baryonyxe gefunden. Bitte reichen die zwei? Nein, so, sie reichen schon, aber wir kriegen 10. Wieso 10? Ich meine, es reicht, aber trotzdem, Mensch. Gib mir doch ein bisschen mehr. 30, okay. Da haben wir jetzt einen Durchschnitt 20 bekommen, das ist okay. Dann hauen wir ihn nämlich jetzt auf Level 21. Ich weiß, es bringt nicht allzu viel, ihn jetzt da hochzuhauen, aber wieso nicht? 3500 HP werden wir wahrscheinlich erst bei Level 24 haben. Also, da ist noch ein kleines Stückchen bis dahin. Wir brauchen mehr Baryonyxe. Die Viecher, ich weiß, sie haben Global Spawn jetzt. Habe ich auch letztes Mal gesagt, aber ich weiß es nicht. Ich finde sie nicht. Gut, anderes Thema: Leveln. Der Draco, super starke Kreatur. Ihn zu leveln, ja, lohnt sich eigentlich schon. Sonst bin ich gerade noch am Durchgucken. Eluko hat bisher eigentlich immer gepasst. Ja, eigentlich Draco. Da bist du safe dabei. Her damit. Her mit Level 25. Also, da ist man immer gut dabei, einfach. Ihn zu leveln lohnt sich immer. Haben wir eigentlich noch. Ja, wir haben eigentlich noch gut DNS. Könnte ich dann auch mal machen, tatsächlich. Gut. Jetzt geht es aber tatsächlich um den Indominus Rex, weil wir brauchen ja in der Kampagne die Tarnung. Diesen Tarnungsattack. Ich glaube weiterhin, das ist nicht so gedacht. Ich glaube, das Spiel, weil früher gab es die Rache-Tarnung nicht, beziehungsweise vor dem letzten Patch eben, und das Spiel, keine Ahnung, denkt jetzt, yo, wir brauchen Indominus. Du brauchst das Indominus Gen 2, das ist safe nicht so intended. Jetzt habe ich auch genügend DNS, um es machen zu können. War davor eben nicht möglich. Machen wir mal eine Mehrfachverbindung. Haben wir Glück? Sah sehr schlecht aus. Ja, nur 10. Nur 10. Dafür hatten wir aber einmal letzte Folge bei 5 200 bekommen. Das heißt, es war im Durchschnitt 40. 100, das ist der normale Durchschnitt, so sage ich jetzt mal. Bei 5 Verbindungen. Komm, jetzt kriegen wir nochmal mehr. Ja, das sieht doch schön aus. 160, ja. Am Ende war es im Durchschnitt doch nicht 20, aber ist okay. Jetzt können wir ihn aufleveln. Mehr will ich auch nämlich gar nicht bei ihm machen. Ich brauche ihn nicht. Den Indoraptor Gen 2 habe ich nicht vor zu machen. Und ja, Level 16 brauchen wir ihn für die Mission. Das reicht auch. Ich habe auch gelesen, denn der nächste Plan wäre am Montag, kommenden Montag, kommt wieder ein ein Raid, meine ich. Und da darf man beim Sinoceratops anscheinend maximal epische mitnehmen. Und da wurde mir gesagt, dass der Indominus Gen 2 anscheinend, ja, anscheinend der beste epische dafür wäre, den ich so an sich mitnehmen könnte. Also, ich habe nämlich gefragt, was soll ich mitnehmen? Ich habe Rex, Procerato, Mimuster und ein Eliko dabei. Und da wurde mir gesagt, okay, anscheinend ist bei Level 15 gelockt, deswegen ist es egal, weil ich gemeint hatte, das waren meine höchst gelevelten. Und der Indominus Rex Gen 2, den soll ich dann einfach mitnehmen. Dann passt es eh. Und mehr als Level 16 brauche ich den nicht. Jetzt wegen der Mission hier passt es alles. Kann er uns Tarnung wegnehmen? Nee, kann er nicht. Dann werden wir die einfach mal einsetzen. Schadet er nicht.
Der Indominus Rex Gen 2 ist eh eine ziemlich interessante Kreatur. Er war mal richtig stark, jetzt ist er okay. Er ist weiterhin nicht schlecht, aber er war mal stärker. Weiterhin ist halt... Oh mein Gott, Jagd war doch ausweichen, ne? Oh mein Gott, nein. Ich hätte den entschlossenen Angriff machen sollen. Ah, okay, wir haben Glück, wir haben Glück. Eine Drittelchance und wir haben Glück, Gott sei Dank. Weil wechselseitiger Zorn ist eine ganz witzige Attacke an sich. Verlangsamen kann er uns nicht. Wir sind langsamer. Gut, dann werden wir es jetzt mal einsetzen. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe... Ja, wir können auch nicht sterben. Darauf muss man jetzt nämlich... Oh, doch, wartet mal. Wir kriegen jetzt einen Konter in die Fresse. Wir verrecken. Shit. Ja, bringt uns der wechselseitige Zorn nichts. Ich weiß nicht, wie er früher war, aber jetzt ist er halt so. Wir geben uns 10% mehr Speed, aber beiden Parteien 50% mehr Schaden. Hätte er mich jetzt in der Runde... Doch, er kann mich nicht umbringen, oder? Doch, kann er. 900. Er hat ein... Ich probiere es mal aus. Er setzt es nicht ein. Doch, setzte. Die Wirkung ist ein fünffacher Schaden. Ich habe gar nicht ganz drauf geachtet. Ja. Also versteht ihr, ich kann es nur zum Finishen quasi einsetzen. Ich hätte jetzt hoffen müssen, dass er mich mit dem Angriff nicht tötet. Und dafür hätte ich dann nächste Runde 50% mehr Schaden gemacht. Und wäre auch schneller als er gewesen. Ja, er ist tot. Ja. Der normale Indominus ist jetzt natürlich dadurch, dass er einen Angriff hat, der durch Schutz geht und die Rachetarnung hat, anscheinend besser geworden. Also ich finde ihn ziemlich gut, ich habe ihn ja in meinem Team, weil er nützt echt viel. Ich habe für den auch ziemlich viel DNS und deswegen passt es auch für mich. Aber er ist jetzt anscheinend wirklich auch besser geworden als der Gen 2. Obwohl weiterhin der Gen 2 natürlich nicht total kacke ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das darf man jetzt nicht sagen, dass er total kacke ist. Das ist er nicht. Yeah. Gut, jetzt haben wir die scheiß Mission endlich geschafft. Brauchen wir die jetzt noch weiterhin, ist die Frage. Das werden wir ja gleich sehen, wie schwer die Missionen werden. Aber ich möchte diesen epischen Incubator. Okay, einfach nur Level 16 mindestens. Nehmen wir mal einen Torot. Nehmen wir erstmal Spinonix und dann Toradolo. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass wir Spinonix tatsächlich mal im Team aufnehmen. Ich weiß noch, damals habe ich immer gesagt, ja, reiner Schaden, nichts anderes. Aber jetzt, dadurch so viele eben, ja, Geschwindigkeitskontrolle haben, ne? Jedes Viech hat irgendwie eine Verlangsamung. Ist er durch diese Immunität dazu ziemlich stark geworden. Ja, ja. Er hat Armor, ne? Ne, er hat keine Armor. Wie Schaden mache ich ihn damit? Ein Drittel seiner Leben. Ach, das ist aber nicht 800. Also ganz knapp nicht genügend Schaden. Da müssen wir den Bleed-Angriff einsetzen. Ja, das macht halt nichts. Also, weiterhin ist halt leider Spinonix nicht direkt eine Glaskanone. Der Hybrid von ihm ist noch eine heftigere Glaskanone. Also der hält noch weniger aus. Da ist Spinonix noch ein bisschen tankiger. Aber er hat weiter nicht allzu viel Leben. Also er hält immer noch nicht zu krass viel aus. Jetzt ist er tot damit. Oh ja. Das ist halt ein toller Angriff, muss ich sagen. Ein Drittel Schaden ist niemals schlecht. Zack. Ist auch schneller als er. Das kann er uns nicht wegnehmen. 40%ige Crit-Chance dafür. Boah. Der doppelte Schaden tötet ihn nicht. Das ist kacke. Boah, 60% unserer HP nimmt er uns weg. Das ist ein starker Angriff. Aber den kann er ja jetzt noch gar nicht einsetzen, ne? Nee. Ah, er crittet. Fuck. Das ist nicht schlecht von ihm. Naja, aber jetzt... Aber er kann uns 60% unserer HP wegnehmen. Macht er gar nicht. Okay. Prozentualer Schaden ist immer krass, weil... Du musst diese Kreatur dann, wenn die prozentualen Schaden macht, ja gar nicht auf Damage leveln. Du musst einfach nur eigentlich ihm Lebensboosts geben. Ja, ist GG. Bei Spinonix ist es halt, wie gesagt, so, prozentualer Schaden ist nice, er braucht einfach mehr Leben. Ich brauche einfach Leben auf dem Viech. Rest ist alles super. Der Rest ist super. Der Ansturm bei ihm ist auch natürlich nicht kacke, aber er kommt selten zum Einsatz, vor allem bei mir. Ich habe nie den Moment gehabt, wo ich es wirklich gebraucht hätte. Ich kann mir vorstellen, dass der präzise Ansturm, wenn man mal gegen irgendwas spielt, was Tarnung hat und du kriegst noch einen Angriff durch und er kann zum Beispiel kein Bleed haben und... Was? Jetzt brauche ich ihn auf Level 17? Ach, come on. Als ob ich das Viech so durchleveln muss. Kann ich das überhaupt? Leute, ich dachte, ich bin jetzt so cool und... Ja, alles supi, aber... Ja, doch, das kriege ich hin. Oder? Sollte ich eigentlich hinkriegen, oder? Ja, doch.
Wenn ich jetzt im Durchschnitt 20 kriegen würde, dann passt es. Ja, es sollte passen. Alter, als ob ich den jetzt auf Level 17 hauen muss. Ich möchte den doch gar nicht leveln. Ich brauche das Viech nicht. Oh mein Gott. Eieiei. Ich hoffe, das reicht jetzt endlich. Weil mehr möchte ich den gar nicht leveln. Meine Güte, Spiel. Ich brauche den nicht. Wirklich nicht. So, jetzt soll es aber reichen, oder? Aber sehe ich das richtig? Es ist ein 1 gegen 1. Ach du Kacke. Es ist ein 1 gegen 1. Er kann uns ablenken. Er kann uns die Tarnung wegnehmen. Das ist richtig schwer, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen ihn spielen soll. Er hat einen Konter. Der wird uns einfach die Tarnung wegnehmen und wir sind tot. Boah, das wird ein spannender Kampf, Leute. Das ist ein 1 gegen 1. Gegen eine Kreatur, wo ich jetzt glaube... Wo ich jetzt wirklich glaube, dass wir verkacken werden. Wir sind gegen Ablenkung ein bisschen immun. Okay, was macht Sinn gegen ihn? Wie viele Punkte brauchen wir, um ihn zu töten? Wenn wir uns 50% den Damage buffen, wäre er mit dem nächsten Ansturm tot. Kann er uns den wegnehmen? Nein. Die Tarnung lohnt sich nicht. Das ist halt das große Problem. Wir können ihn aber auch einfach in 2 Runden jetzt umbringen. Eieiei, ich habe keinen Plan, wie ich gegen das Viech spielen soll. Absolut nicht. Die Tarnung wird uns doch... Ich gehe mal für den... Nein, der Zorn ist doof. Ich buff ihn ja dadurch. Ich bin blöd. Ja, erster Fehler gemacht. Ist over. Obwohl... Ah, sofortige Ablenkung. Wir haben Widerstand. Wir machen jetzt... Normal doppelten Schaden. Und wir sind immer noch schneller, oder? Die Rache hält... Der Speedboost hält 2 Runden. Ne, wir haben's. Passt. Ist okay, haben wir. Ja, oh mein Gott. Ja, der wechselseitige Zorn kann doch schon so seine Vorteile haben. Eieiei. Aber trotzdem jetzt... Ich dachte erst, ich habe einen Fehler gemacht, aber dann ist mir aufgefallen, dass er gar nicht so viel Leben hat. Und der Gegenangriff, ja, zum Glück nicht verlangsamt oder so ein Mist. So, ein epischer Incubator. Ja, das Geld, das wir da kriegen, ist ja lächerlich, weil ich habe ja letztendlich jetzt mehr ausgegeben als bekommen. Ach, bitte Baryonyx, Gentoo, nicht so ein Müll. Das brauche ich doch nicht. Man kriegt... Oh, Echos, so was. Oh, das ist alles Zeug, was ich nicht benötige, nicht brauche. Brauche ich alles nicht. Obwohl Thylacotato ja ziemlich gutes Tier ist, aber brauche ich nicht. Legendäre freigeschaltet. Eieiei, das sieht heftig aus. Ich hoffe... Abriegelungseffekte brauchen wir jetzt. Okay, das mit der Tarnung war wahrscheinlich das Ekelhafteste für uns. Okay. Wo hat denn der eine Abriegelung? Kein Entkommen. Ah, der kann uns nicht abhauen. Das ist beim Spinnenversuch ist ja gar nicht mal so ein schlechter Effekt. Jawohl. Er geht ja eigentlich nicht rein und finisht. Ach, egal. Ich denke zu viel nach. Es ist auf jeden Fall ein starkes Team. Was war er nochmal? Ansturm. Schild. Viel Schildleben. Ich glaube, ich gehe mal mit Spinonix noch rein. Es scheint mir so, als hätten die alle nichts, mit dem sie die Tarnung... Okay, er kann es. Eine Kreatur kann die Tarnung entfernen. Dann gehe ich noch mit dem Dominus rein. Und Trico ist mit Sicherheit immer gut. Also ich meine, wir sind eh vom Level höher. Aber schauen wir mal, was wir so hinkriegen. Einfach mal looky-looky machen, ey. Dum, da, dum. So, wir beginnen, würde ich sagen, mit dem Spinonix. Er hat einfach den Gegenangriff und kann, aber hat keine Resistenzen zum Bleed. Ja gut, das ist gut. Er macht uns jetzt halt ordentlich Schaden, ist die Sache. Ja, 1200 wird er wahrscheinlich noch, ja, hinterherhauen. Aber wir sind immun, das ist unser Vorteil.
Sofortige Ablenkung könnte er jetzt einsetzen und ja, die würde uns komplett auseinandernehmen. Ist die Frage, macht er das oder macht er das nicht? Ich habe eine Idee. Macht er auch? Das heißt, der Wechsel war an sich nicht schlecht. Ist nämlich gegen uns nicht schlimm. Er blutet jetzt aus. Wir setzen einfach die Tarnung. Wir machen einfach die Rache-Tarnung. Doppelter Schaden für den nächsten Gegner. Weil es ja keinen Rache-Effekt hat. Wird es jetzt halt nicht dreifacher Schaden sein, aber ist trotzdem okay. Letztendlich ist es ja, wenn wir den doppelten Schaden hier einsetzen, vierfacher. Okay, er hat jetzt halt die Schilde, ne? Er ist auch schneller. Er war immer so ein Counter zum Indominus. Doppelter Schaden tötet ihn halt nicht. Wird er die Schilde einsetzen? Das ist die gute Frage. Ja, mit Sicherheit. Was? Macht er nicht? Macht er nicht? Ist ein Bot? Wieso? Ja, ach so. Oh mein Gott. Ich bin auch so ein Depp. Ja, also widerstandsfähiger Angriff. Ah, jetzt habe ich komplett verkackt. Ich hätte einfach den doppelten Schaden machen sollen. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir leider noch eine Runde hier gegen ihn Oh mein Gott, als ob... Jetzt geht er für die Unverwundbarkeit. Wie lange? Zwei Angriffe. Ach Gott. Ja, der Bot ist doch nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Er gibt uns komplett. Aber jetzt ist er nächste Runde da. Okay. Oder jetzt schon, weil wir einen Crit hatten. Lohnt sich zu wechseln. Wie viel Schaden macht er? 920 maximal. Wir gehen für die Tarnung. Der Indominus, der packt es. Hoffe ich. Aua. Ja, es passt. Sollte passen. Er hat einen Gruppenschutz. Egal, was ich einsetze. Ja, klar, dass es macht, aber... Ich mache sowieso jetzt doppelten Schaden. Es tötet ihn zwar nicht, aber... Das Schild ihm jetzt zu brechen, hätte ja nicht so viel Sinn gemacht. Er wechselt. Ja, das Viech ist halt gegen uns useless, weil verlangsamter Konter ist gegen Indominus. Ja, okay. Was heißt useless? Er ist schneller als wir, standardmäßig. Ja. Dann finishen wir ihn mit dem Spinonix. Wäre ich jetzt mit dem Spinotasuchus rein, wäre ich verlangsamt worden. Mit ihm kann ich nicht verlangsamt werden. Eieiei, 1400 HP. So viel Schaden machen wir nicht, oder? Obwohl, das... Na, nee, wir machen 1460, ne, so ungefähr. Ja, Blutschaden. Dann wird es mir nur nix, ihn doch nicht finishen. Wir werden einfach jetzt sterben, uns opfern. Ist aber nicht so schlimm. Also, das Viech wäre aber auch ekelhaft zu bekämpfen. Der verlangsamt ja mit jedem Mist. Mit allem. With everything. So, jetzt macht das Bühnenversuchus das Ende. Er kann jetzt nicht wechseln. Also für sowas wäre natürlich schon gut, wenn man bereits einen anderen Bleeder im Game hat. Weil dann kann er ja eh nichts mehr machen. Weil wechseln darf er nicht. Wir haben ja den Effekt, dass wenn er wechseln wollen würde, wäre er eine Runde gesperrt. Hm. Dafür wäre das Bühnenversuchus doch ganz gut, ja. Naja, aber er ist halt... Ja, er braucht einen Bleeder dafür im Team. Er braucht noch einen anderen Bleeder. Interessanter Kampf auf jeden Fall. Also jetzt geht's schon los, dass wir wirklich so Kämpfe haben. Ja, aber die DNS, die wir daraus kriegen, ist ja eigentlich wirklich mager. Wirklich mager. Aber wir sind bei Lydia hier. Wir sollten uns über nichts beschweren. Was ist das für ein Viech? Cola Borgiana. Sind alles Tiere mit Ablenkung, wenn ich das richtig sehe. Und der eine hat auch noch einen Blutangriff. Das heißt, wir brauchen Viecher, die nicht abgelenkt werden können. Ja, die Orage reinigt sich das ganz wild und fit. Magnepirito genauso. Ich würde sagen, wir gehen mit dem genervten Prozerator auch noch rein. Ja, die Orage ist sowieso gegen diese Viecher, die Ablenkung haben und verlangsamt werden können, der Killer. Also, das Viech haben sie ja so krass gebufft, was das angeht. Also, wer braucht Degodeus leider? Und das ist einfach der Diorage jetzt. Okay, er hat auch einen widerstandsfähigen Angriff und viel Schutz. Das Nervige ist nur immer mit diesen ganzen Viechern. Die Animationen sind der Hammer. Also, du kriegst jetzt hier... Ich meine, diese ganzen Effekte. Das dauert allein schon 10 Sekunden, bis das Tier angreift. Ja. Ist er nicht langsamer? Doch, 88. Er ist slower.
Er wird wahrscheinlich für die Unverwundbarkeit gehen, ne? Nicht einmal. Er will sterben. Ja, passt. Ist auch ein witziges Viech auf jeden Fall. Ein riesiger Flugsaurier. Ja, wirklich riesig. Ja. Jetzt wird Monomius so gut wie gewonshottet. Ja, bräuchte ich ein bisschen mehr Schaden, damit es funktionieren würde. Monomius an sich ist gut geworden, aber gegen sowas kann der einpacken. Gegen solche Viecher kann er einpacken. Der hat da keine Chance. Er kann nichts machen. Er kann nichts tun. Dieser widerstandsfähige Angriff, ja, der nimmt ihn komplett auseinander. Wirklich schade. Deswegen lohnt sich Monomius für mich nicht, weil ich habe schon genügend schnelle Kreaturen, die verlangsamt werden können. Ganz im Gegenteil, ich brauche auch Tiere, die gegen diesen widerstandsfähigen Angriff gut genug sind. Okay, es sind zwei riesige Flugsaurier, die wir jetzt gerade hier kämpfen. Hat er sonst... Nee, das hat er eben nicht. Der Dioraja hat keine Resistenzen dafür. Er hat zwei richtig starke Angriffe, aber keine Resistenzen. Ja, in einer Runde 3000 Schaden machen mit Snow. Ja, Dioraja haben sie gut gebufft. Das Viech ist krank. Aber es ist der widerstandsfähige Angriff einfach. Der kann zu viel. Generell verlangsamen zu viele Tiere. Das ist nicht mehr feierlich. Ist einfach nicht mehr feierlich. Aber es ist jetzt ganz lustig zu sehen. Es scheint so, als wären wir jetzt im Abschnitt, wo wir kämpfen. Ne? Darum steht es ja auch. Kämpfe gegen einige der wildesten legendären Kreaturen. Ja. Das heißt, hier müssen wir einfach gegen starke Kreaturen kämpfen. Und später dann... Wir nehmen jetzt mal Stegodeus mit, weil es so scheint, als könnte er hier was reißen. Und dann brauchen wir ein bisschen Blutdamage. Und panzerbrechenden Schaden. Und... Ja, warte, hat er auch Übermächtigen? Ne, hat er nicht. Dilo hat das auch nicht mehr. Ey, was nehmen wir gegen den Dilo Rano? Nehmen wir mal den Akyntro mit. Ja. Ne? Ja, Kampf. Hallo? So. Also letztendlich sind wir jetzt beim Kämpfen. Und das nächste Gebiet wird wahrscheinlich schwieriger. Und da muss man noch mehr sein Team zusammenstellen. Aber es ist schön, dass wir als erstes gegen Dragodistus kämpfen. Weil dann hat sich das gleich mal gelohnt, ihn hier mitgenommen zu haben. Dann kriegt er nämlich Bleed Damage. Die Armor ignorieren wir einfach. Aua. Verwundbar sind wir jetzt, aber verlangsamt werden können wir eh nicht. Er macht vielleicht das Schild, deswegen greife ich ihn jetzt mal lieber so an. Entschlossener Ansturm. Pyritator. Da wird uns... Na, töten wird er uns nicht. Außer er haut einen Crit jetzt rein. Nochmal präzise, oder? Weil er wird uns ablenken. Ach Gott. Ja, wir machen den präzisen dann. Er wird uns sogar so ablenken. Oder wir machen es so, wir wechseln jetzt. Weil der Ankyntro hat ja wieder Trico die Fähigkeit, ihn jetzt zu verlangsamen mit seinem fucking Gegenangriff. Wer sich auch immer das ausgedacht hat. Eine super stark dumme Ability. Den verhindern Ansturm und ja gut, jetzt müssen wir die übermächtige Verwundbarkeit machen. Die Ablenkung muss gereinigt werden. Ah, er kann uns aber jetzt ein weiteres Mal ablenken. Das ist ein Problem. Reicht der Schaden, den wir jetzt machen, damit wir ihn im nächsten Angriff... Nee, glaub nicht. Doch, es reicht. Passt. Das heißt, jetzt können wir ihn damit töten. Übermächtige Verwundbarkeit. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, der Verwundbarkeitseffekt ist bisher immer der Effekt gewesen, der am wenigsten irgendwie Präsenz war. Also den hat gefühlt keinen interessiert. Der wird von allem gereinigt, er macht nicht wirklich ein gut, er ist nicht wirklich gut und ach Gott. Ja, okay, ist Panzerbrechen, das heißt, jetzt überleben wir das, aber wir werden verlangsamt. Oh, halt, wir verlangsamen ihn ja auch. Na gut, bist du wieder langsamer als wir, ne?
Ich würde sagen, wir gehen für die Verwundbarkeit. Ja, klar. Er stirbt jetzt dadurch nicht, aber der nächste macht mehr Schaden. Ich glaube, es waren 25%, wenn ich mich nicht irre. Steht es da mittlerweile als Info da? Plus einer mehr? Verwundbar. Es steht halt nicht da, oder? Doch. Um 50%. War es nicht früher 25? Das ist ja also quasi jetzt besser als ein Crit. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir sollten jetzt rein theoretisch 2500 Schaden machen. Ah, er wechselt. Aslak. Naja, trotzdem sind es jetzt gute 2000 Schaden. Und wir haben... Oh, Crit sogar. Nein, nicht mal 2500, das laber ich. Wir hätten 3000 machen sollen. Ich war schon voll auf Crit... wie heißt's? Auf dem Crit-Niveau. Weil Crit-Treffer sind ja 25% mehr Schaden. Weil er heilt so viel. Und Stun werden wir wahrscheinlich auch nicht, weil er eine Resistenz hat. Ja. Glück gehabt. Ja, mein Gott, dann gibt er uns die ganzen Schadenseffekte. Er sollte trotzdem tot sein, ja. Passt. Alles gut. Bam. Ist eigentlich ganz cool, dass man hier so Kämpfe machen kann. Ich mag sowas immer ganz gern. Dauert halt nur ewig, weil ihr wisst ja selber, die Kämpfe durch diese ganzen Statuseffekte haben einfach ihre... Ne? Es dauert einfach so seine Zeit. Tragotistes, ey. Ich habe das Viech mir... Nie wirklich geholt. Wollte ich einfach nicht. Wie weit geht denn das noch? Ah ja, ja, 67. Ja, ich glaube, das machen wir schon noch, wenn wir... obwohl, ich glaube, zeitlich wird es vielleicht knapp. Scolasaurus. Okay. Sieht mir so aus, als würden wir Immune gegen das Team brauchen. Eieiei, das sieht mir wirklich nach einem starken Gegnerteam aus. Dieses Mal. Ah, wen setzt er jetzt am Anfang? Vielleicht geht er auf Triostronix. Dann lohnt sich der Spino nix am Anfang überhaupt nicht. Na, ja, ist langsamer. Gehen wir mal für den Dominus zu Beginn. Ist eigentlich nicht so schlau wegen der Rachetranung, aber... Oh Gott, er zerstört uns ja komplett. Obwohl, er kann uns die Tarnung gar nicht wegnehmen, sehe ich gerade. Ich dachte, er kann das. Nur mit seinem Gegenangriff. Hä? Das heißt, wir gehen einfach für... Aber von welchem Saurus kriegt dann der Trichosaurus den... widerstandsfähigen Angriff? Weil er hat ja... Ankyntro und T-Rex machen ja den Trico dann, oder nicht? Ja, doch. Komisch. Dann haben sie dem Trico einfach so den widerstandsfähigen Angriff gegeben, obwohl er ihn nicht hat. Naja, wir machen jetzt immer einen doppelten Schaden. Durch den Crit ist auch der Kill. Sehr schön. Ah, wir sind aber nicht mehr immun, ne? Ja, stimmt. Fuck. Das heißt, wir töten ihn da doch nicht. Das ist natürlich schon nervig, dass der Indominus jetzt dazu nicht mehr immun ist. Ah, wir critten nochmal. Ja, okay. Wir haben ein kleines, leichtes Glück gerade. Egal, ich nehme den Tod hin. Der Dominus hat schon so viel gerade gemacht. Ach du Kacke, ey. Dreimal hintereinander. Was ist denn los? What the fuck? Mann, jetzt... Hä? The fuck, Alter. 2% Chance, was weiß ich, Alter. Ah, shit, jetzt sind wir aber tot. Wieso gehe ich überhaupt für die Tarnung? Bin ich blöd? Also 31 HP Schaden macht er ja so oder so. Außer er setzt jetzt den Kampfrausch ein, was ich nicht glaube. Ja, egal. Das war absolut dumm gerade. Er macht halt gut Schaden. Also der Triostronix macht gut Damage. Spinonix hat ein bisschen schlechtere Stats als er. Aber dafür den Bleed Damage. Ja, ich gehe für einen Magna Pyritor. Er kann ja, ja abgelenkt werden. Nicht so krass, aber er kann. Es gibt immer die Viecher, die können abgelenkt werden. Und da finde ich geslowt. Und andersrum gibt es dann die Saurier. Die können wiederum nicht abgelenkt werden, aber dafür verlangsamt. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was davon schlimmer ist. Ah, erholen macht sogar Geschwindigkeit dazu. Das ist natürlich nicht schlecht.
aber dieses Kampfrausch und so, das hätte es gegen den Ardentes Maxima für mich nicht gebracht. Der hätte zu viele Runden herschenken müssen und ja, hätte ich zu viel Schaden bekommen. Da ist der Spinonix für mich weiterhin die bessere Wahl gewesen. Ja, genau. Und wie gesagt, den Abschnitt, den schaffen wir die Folge auch nicht fertig. Die Kämpfe dauern jetzt länger und da möchte ich auch nicht, dass die Folge eine Stunde lang geht. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier. Wir haben einiges geschafft, also gelevelt haben wir. Ich brauche wieder meine Baryonyxe. Und genau. Dann war es mit der Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall auch auf den Raid-Kampf, den ich dann mal machen werde. Ich glaube, davor wird safe noch eine Folge kommen von der Kampagne. Das war ich der Marcel, bis zum nächsten Mal. Ciao.